Auch zwei Tage nach dem Gewaltexzess von BVB-Hooligans gegen Fans von RB Leipzig ist die Betroffenheit in Dortmund groß. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke drückte den Angehörigen sichtlich erschüttert sein Mitgefühl aus und gab erste Ermittlungserfolge bekannt. Wir arbeiten mittlerweile mit Hochdruck an der Aufklärung dieser nicht zu tolerierenden Dinge. Wir haben auch erste Erfolge. Wir haben das Gefühl, dass wir auch erste Täter haben ermitteln können. Ich bitte Sie allerdings da noch um ein paar Tage Geduld, weil jetzt Präzision und Genauigkeit vor Schnelligkeit geht. Bei den Ausschreitungen rund um das Topspiel waren am Samstag mindestens 10 Personen verletzt worden. Laut Polizeiangaben richteten sich die Angriffe in extremer Aggressivität auch gegen Frauen und Kinder. Dass so schnell Hass in Gewalt umschlagen kann, damit hat keiner gerechnet. Dass sich die Gewalt gegen jeden richtet, der ein Fanschal von RB Leipzig trägt, das ist auch ungewöhnlich. Wenn Ultragruppierungen sich nicht mögen, ist das die eine Seite. Wenn das sich aber gegen völlig Unbeteiligte richtet, die ein friedliches Fußballerlebnis haben wollen, dann ist das nicht akzeptabel. Für das kommende Leipzig-Gastspiel in München-Gladbach prüft die Polizei nun, ob weitere Sicherheitsvorkehrungen notwendig sind. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl mahnte die eigenen Fans derweil zur Besonnenheit und verurteilte die Vorkommnisse aus Dortmund. Für den Fußball eine Katastrophe, wenn ich dann solche Spruchbänder gelesen habe, wie wir sie alle gelesen haben. Und ich hoffe nur, und davon gehe ich mal aus, dass wir bei uns im Haus natürlich auch, wird was gegen RB sein, davon gehe ich mal aus, aber das im vernünftigen Rahmen, wie sie es im Fußballplatz gehört und nicht irgendwelche Schweine hängen sehen, Manager hängen sehen, das ist krank. Am 19. Februar gastiert Leipzig in Gladbach und alle hoffen auf einen friedlichen Nachmittag.